Für mich persönlich bedeutet das eine gute Mischung aus Lehre und Forschung und vor allem auch angewandter Forschung. Das ist mir immer ganz wichtig gewesen, dass ich nicht nur in meinem Elfenbeinturm sitze, sondern auch mit den PraktikerInnen, mit denen ich schon seit Jahren zusammenarbeite, auch ins Gespräch komme. Für mich persönlich ist die Autonomie total attraktiv. Das heißt, ich bin meine eigene Chefin sozusagen. Ich kann meine eigene Forschung vorantreiben, meine eigenen Themen vorantreiben. Eins kümmert sich um die Frage, wie sieht eigentlich das sogenannte Phänomen Clankriminalität aus? Das ist eine Grundlagenforschung, die aus kriminologischer Perspektive versucht zu eruieren, was hat es eigentlich mit diesem Phänomen auf sich? Noch eine sehr schöne Auftragsforschung von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, wo es um die Frage geht, was sind eigentlich Diskriminierungsrisiken durch die Polizei. Ich habe neulich den perfekten Arbeitstag gehabt. Ich war nämlich vormittags in einer Gremiensitzung. Ich hatte dann Unterricht, der lief sehr schön und interessant, auch die Diskussion mit den Studierenden. Habe dann noch Hausarbeiten korrigiert und Texte für meine Forschung gelesen. Und da habe ich abends gedacht, das war irgendwie rundum gut. Ich denke, es gibt genügend WissenschaftlerInnen, die auch ein praktisches Profil sich angeeignet haben, entweder durch lange Jahre Arbeit in der Praxis oder durch anwendungsorientierte Forschung, die auch einen Sinn dafür haben, ihre Forschung und ihre Kompetenzen in der Lehre tatsächlich auch praxisnah umzusetzen. Und das bietet die HWR. Also der wichtigste Tipp ist, sich frühzeitig darum zu kümmern, dass man die 3 Jahre Berufserfahrung auch tatsächlich zusammenbekommt. Und dann ist es natürlich so, wenn es um die Bewerbung geht, da muss man schon sich auch klar sein, dass so eine Lehrprobe natürlich sehr gut vorbereitet sein muss, dass man verschiedene Methoden tatsächlich verwendet, um auch die Studierenden zu aktivieren.